Okay. Hast du einen Unterschied gesehen? Ja. Ganz leicht. Bist du auf und ab gegangen mit dem Gang? Ja, drei, vier Mal, ja. Super. Weiter so, komm. Hoi, meine liebe YouTubers, Fans, Subscribers, Haters, was auch immer. Hoi zusammen. Es ist etwas passiert. Ich habe etwas zum Erzählen. Und, aber für das brauche ich ein bisschen ruhigeren Ort, wo ich mich entspannen kann und das in aller Ruhe kann erzählen. Ihr wisst schon, wo ich will, gell? Genau. Oh, wow, schau mal. Wie das aussieht. Mega schön. Ich weiß nicht, ob GoPro alle Farben aufnehmen kann. Aber es sieht, wow, schau mal. Es ist mir fast schwierig zu glauben, dass ich da ohne meinen Buddy Swissbiker da raufkomme. Ich kenne den Ort eigentlich nur mit ihm zusammen. Alleine raufzukommen ist irgendwie voll, keine Ahnung, schade. Also, es ist so. Puh, wie kann ich anfangen? Ein Kollege von mir hat sich einen TÜV gekauft. Und das letzte Mal, als er gefahren ist, war sehr, sehr, sehr lang her. Das Thema ist, wir sind die Runde gegangen gefahren. Alle drei zusammen. Mein Vater, der Kollege und ich. Von da ein lieber Gruß. Hallo Roman. Und mein Vater auch. Hallo Vater. So, das Thema ist, ich habe gesehen, dass er hat es nicht schlecht gemacht, er hat gut können fahren. Aber man hat gesehen, dass zum Beispiel Kurventechnik nicht so. Dann habe ich ihm empfohlen, machen wir eine kleine Runde, gehen wir alle drei zusammen. Und ich helfe ihm da, wie er das besser machen kann. Dann sind wir zum Hofte gegangen. Sind ein paar Mal hin und her auf und ab gegangen. Ich finde, es ist ein ganz guter Ort zum Kurventechnik lernen, weil es hat verschiedene S-Kurven. Wir haben dort ein paar Tipps gegeben und dann ist es passiert. Dann, keine Ahnung, wir sind alle drei zusammen gewesen. Wir sind zu einer Stunde gewesen, um wieder zu drehen, aber dann ist mein Vater nicht mehr gekommen. Jetzt muss ich, glaube ich, vielleicht die Leute reden. Das Thema ist... Ja, ich habe Bart. Das Thema ist... Ich habe meinen Vater dort nicht mehr gesehen. Und es ist mir wirklich alles durch den Kopf gekommen. Und schau mal, wie geil. Ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Weil vielleicht braucht er ein Zeitchen halt, vielleicht doch nicht, es ist etwas passiert. Da bin ich einfach losgefahren und auf der Suche gegangen. Ich habe überall gesucht, links, rechts. Es kann nicht sein, dass mein Vater irgendein... Was ist passiert? Keine Ahnung. Da habe ich angefangen, links und rechts zu suchen. Vielleicht hat er eine Kurve verpasst, vielleicht ist ein Stein oder irgendetwas gefallen, ein Tier, ein Hund, was auch immer. Ich habe gesucht und gesucht, vielleicht da beim Bach unten. Das ist gar nicht ein schönes Gefühl. Und dann habe ich ihn da gesehen. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Ich wollte überholen. Traktor. Und ich will. Aber geht's noch überholen, da überholen? Was? Nein. Ist etwas passiert? Nein. Ich komme hinter dir und du hast einen Traktor. Bei dir zwei Porsche. Bei dir zwei Porsche. Ja. Und ich genau gleich. Schnell. Aber er kommt.
Genau, und ich wieder retour. Ja, aber da kannst du doch gar nicht überholen. Genau, überholen. Nein, du, Ebi, nichts passiert, ruhig. Ist okay. Aber nur die Eier da. Ja, normal. Entgegenkommen. Sierra Golf 3. Okay. Toyota Corolla, nicht Sierra Golf. Really, nigga? Ist etwas passiert? Nicht. Dir geht's gut. Du. Aufpassen. Ja, ich weiß. Nächstes Mal, weil jetzt ist Glück gewesen. Er hat gerade gesagt, das ist sein Leben. Nein, unser Leben. Und ich habe gesagt, beide haben. Nein, ist sein Leben. Meine auch. Nein, du bist im Auto. Schau mal, du bist im Auto. Dir passiert gar nichts. Moin, mir passiert genau gleich. Was passiert? Okay, ist auch gut. Ist gut. Ich habe einen Kollegen verloren mit das. Ich habe Kollegen, ich weiß. Okay. Ich zahle alles. Name? Was? Name? Mein Name ist Jeff. Ich zahle einen Kaffee, alle drei Mann. Ja, nicht passiert. Ist okay. Nicht passiert. Ist nicht passiert. Bitte. Ist nicht passiert. Okay, das ist gefährlich. Machen wir, gehen wir weiter. Okay. Ich gehen wir weiter. ¿A ti te ha pasado algo? No. ¿Te ha hecho algo? No, los huevos aquí. Normal. No ha pasado nada. Es decir, yo iba detrás de ustedes, ustedes han pasado a un tractor y el auto tac se ha puesto delante en mi delante. Sí. Yo me he metido a un lado por el rande y he pasado. Yo he frenado, he dado la vuelta, porque dije, lo voy a pillar ahí y se lo canto, ¿no? Normal. Pero él se ha quedado ahí esperando. Bueno. Y me ha dicho, perdona, es mi debe, yo casi le... Sí, normal. Es muss nicht von der Familie sein, aber es muss schon scheiße sein, wenn du jemanden verlierst. Aber wenn du jemanden verlierst, wegen irgendeinem Idiot, der keine Ahnung hat vom Leben und kein Gehirn hat, weil er... Das ist scheiße. Das ist wirklich scheiße. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Es ist nicht so ein lustiger Vlog, wie ich das sonst mache. Aber manchmal muss man auch halt in Ernst reden. Man kann nicht alles... Es ist nicht immer alles lustig und alles schön. Ich versuche es immer wieder mit mir Freude, das zu zeigen, was ich am meisten liebe. Aber hey, die Leute...